Die nehmen dich einfach so, wie du bist, oder? Fragt eine Freundin Theresa. Das ist ja das Gute, Puppi, antwortet Theresa. Sie scheint sehr glücklich zu sein. Sie fühlt sich angenommen. Sie ist extra nach Kenia geflogen, um sich dort körperliche Zuwendung von Beach Boys zu erkaufen. Davon handelt der neue Film von Kurt Seidel, Paradies Liebe. Mich beschäftigt, dass Theresa sich angenommen fühlt bei gekauften Männern. Einerseits verstehe ich schon ein Stück, dass sie ihr Glück suchen will in gezahlten Berührungen. Und gleichzeitig finde ich das pervers, denn ich bin überzeugt, echte Liebe kann man nicht bezahlen. Wirklich bedingungslose Liebe ist gratis und sie ist treu. Ich weiß, dass manche Ehepaare so einer Liebe sehr nahe kommen können. Und ich glaube, dass es jemand gibt, der uns ganz bedingungslos und treu liebt. Das ist Gott. Ich denke dabei an Franziskus von Assisi. Er sagt in einem Loblied, du bist der heilige Herr. Du bist unsere ganze Freude. Du bist die Liebe.